Bescheid. Ans Hofmarschallamt. Wir vergaßen nicht zu erwähnen, dass jede große Liebenswürdigkeit nachgesagt wird, obwohl es unbescheiden war, sich selbst zu rühmen. Das fügten wir galant hinzu. Endlich! Wie lockt man einen Zar, der sich in Paris amüsiert? Cherchez la femme! Am Telefon hätten sie uns fast verraten. Drum haben die Verbindung wir gestört. Wir passen auf, überall sind wir. Seit Wochen schon geht die Jagd. Wir verröcheln das mit dem Schuss aus den Fotografen lassen. Wie Blut im Süßen, ich stelle ran. Vereinigt die Hände auf diesem schwarzen Tuch und dem, was darunter lauert. Soll dieser wohlgezielte Schuss Signal für alle werden, die nach Befreiung lechzen. Soll muss dieser scharf gezielte Schuss hier fallen, uns allen das Tor der Freiheit zu öffnen.
heiligen Sturm. Ihr Band, lass sie allein. Wir warten deine Hand. Ruhig. Triff den Tyrannen ins Herz. Mach die Fenster, ich brauche kein Licht. Meine Kugel findet auch im Dunkel ihren Weg. Das ist die richtige Beleuchtung, die Vertauschung der Personen gründlich zu vollenden. Ihr kommt. Bleib im Hintergrund. Ich stehe hier. Ich gehe. Empfang den Zorn. Madame, auf Anordnung des Polizeipräfekten haben wir für die Sicherheit des Zaren zu bürgen. Vor seinem Eintritt müssen wir eine Durchsuchung des Ateliers und der Personen vornehmen. Wir bitten Sie, sich diesem Zwange bereitwillig zu fügen. Kontrollieren Sie den Raum. Ich vollziehe die Leibesvisitation. Gestatten Sie, Madame? Danke. Wer sind Sie hier? Gehilfe bei Madame Angel. Danke. Du? Boy bei Madame Angel. Danke. Nichts gefunden? Nichts. Sind Waffen versteckt? Unter diesem Tuch? Der fotografische Apparat. Wir sind zufrieden.